Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Einen schönen ersten Advent wünsche ich heute am 28.11.2021. Aktuelle Nachrichten, was sich gestern Abend auf dem Hotzenwald ereignet hat. Ein spektakulärer Verkehrsunfall. Ja, ihr seht hier die Bushaltestelle von Rickenbach-Altenschwand. Ja, da hat sich ein Fahrzeugfahrer, Fahrerin, ist im Moment unbekannt, verfahren. Ja. Und ist im Moment noch flüchtig. Ja, und Näheres dazu und die ersten Bilder gibt's gleich. Und natürlich noch weitere Nachrichten. Top-Story des Tages. Übrigens, Grußvideos zu Advent, zur Weihnachtszeit und Silvester. Der Link dazu zur Playlist, zu den Playlists finden Sie in der Videobeschreibung und im fixierten Kommentar. Ja, hallo und guten Abend. Herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube am 28.11. Ja, heute ist der erste Adventssonntag. Und gestern Abend noch am 27. war ich noch bei einem Einsatz. Ziemlich spektakulär. Ihr seht's hier. Die Bilder, die ersten Bilder. Und was ist da passiert? Vor allem, wenn man das Ganze dann so anschaut, sieht es dann schon ein bisschen heftig aus, das Ganze. Na, da ist ein Auto reingekracht. Ein Auto reingekracht in die Bushaltestelle. Heftig. Ja, Klette. Straßenglätte. Es hat ja gestern geschneit. Ich war oben auf dem, nicht auf dem Feldberg, ich war in Höche Schwand. Bin morgens um kurz nach 6 schon losgefahren. Und übrigens in dem Livestream, wo ich gemacht habe, habe ich einen Link rein. Auch in die Kommentare. Das kam im ZDF um kurz nach 14 Uhr. Paar Sekunden, aber es kam. Ja, hat sich der Aufwand rendiert. Es kommt natürlich noch eine größere Reportage, auch noch über den Feldberg habe ich auch noch was. Es passiert ja immer etwas. Und jetzt gerade das Nächste. Bei der Geschichte, das ist ein bisschen sehr aufwendig gewesen, weil ja, passiert ist das Ganze. Ich hab dann vor Ort die Polizei gefragt. Also fangen wir mal an. Um 19.27 Uhr schreibt mir ein Leser, ein Zuschauer per Messenger: Unfall in Altenschwand, Ortsmitte. Ein Renault Megane Scenic fährt mitten in die Bushaltestelle. Okay, ja, ich habe dann,
gedacht, dann gehe ich halt mal gucken. Ich war um 20:17 Uhr dann dort. Was ich angetroffen habe, Polizeistreife. Und das Abschleppfahrzeug, das erste. Und hat in dem Moment, wo ich ankam, schon das Auto so ein bisschen rausgezogen, so ein halber Meter. Das Fahrzeug ist ganz drinnen gesteckt und hat dann natürlich eine Scheibe durchgebrochen. Und passiert ist der Unfall um 17:20 Uhr. Ich hatte Polizei fortgefragt, da sage ich, wann ist denn der Unfall denn passiert? Und da hat er gesagt, ja, seine Maske ist schon tiefgefroren. Ja, da ist so kalt gewesen und hat gewindet. Und dann ich so, ich wollte eigentlich wissen, wann der Unfall passiert ist. Und dann hat man gesagt, ja, 17:20 Uhr. Ja, die Maske ist tiefgefroren gewesen. Ziemlich kalt. Und ja, Kletti-Unfall. Blink, blink. Ich habe ein neues Symbolbild. Also, wer mich auf Facebook verfolgt, der wird es wahrscheinlich dann in Zukunft mal so ab und zu mal blinke sehen bei mir und meine Beiträge, wenn es irgendein Kletti-Unfall ist und ich selber jetzt nicht dort war. Es hat heute Morgen nochmal einen Unfall gehabt mit 6 Verletzten auf der Bundesstraße hoch zu B500. Ist der Feldberg-Bärental dahinter. Und ja, da kommt noch ein Videobericht. Also, was ist da genau passiert? Ich habe schon mal ein bisschen was zusammengefasst. Eine Pressemitteilung. Eine Pressemitteilung, die kommt voraussichtlich am Montag über beide Unfälle. Aber ich habe genug zu tun, liebe Leute, was Videoschnitt angeht. Ich habe das Ding noch mit dem Schnee. Aber jetzt ist erstmal Priorität Grußvideos. Ich werde mir nachher auch noch ein bisschen ranhocken und noch zwei, drei Stück machen, weil die werden auf YouTube gesucht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn die Stammcommunity da auch die Dinger anguckt, liked und verteilt und verschickt, sind ja alle ein bisschen anders. Also die Freiwillige Feuerwehr Rickenbach, die rückte am Samstag, den 27. November 2021, zu einem spektakulären Verkehrsunfall aus. Ein Renault mit französischem Kennzeichen krachte gegen 17:20 Uhr in das Bushäuschen. Genau. Und zwar vom Ortsteil Alte Schwandt. Zum Glück war keine Person im Innern, dies hätte nach Informationen vor Ort tödlich enden können. Ja, also wenn da eine Person gesessen wäre, dann gut Nacht um Sechse. Der Fahrzeugführer oder Fahrführerin ist aktuell noch unbekannt, ob es Mann oder Frau ist flüchtig. Also der ist dann gerade abgehauen. Also die Person. Und der Stefan, der lacht. Warum lachst du jetzt? Die Bushaltestelle sieht etwas mitgenommen aus. Ja, also wenn man das Bild so sieht, man könnte fast meinen, eine Weihnachtskrippe und Ochs und Esel haben durchgedreht. Irgendwie so nach dem Motto. Und haben das Christkindle gerade mitgenommen. Es ist Wahnsinn. Das ist übrigens in Rickenbach die zweite Bushaltestelle diesem Jahr, was zu Schade komme ist. Eine gegenüber von der Feuerwehr haben sie angezündet. Und bis die Feuerwehr damals ankam, hat, das war irgend so ein Baustellefahrzeug. Ah, das war Rohrreinigungsunternehmen, hätte dann mit dem Wasser gelöscht. Ja, an Franz, also Staatsangehörigkeit, keine Ahnung, auf jeden Fall ist ein französisches Kennzeichen drauf. Ja. Wenn da nicht Alkohol am Spiel ist, keine Ahnung, weiß nicht. Alkohol, Droge. Ich meine, warum haut man ab, wenn man einen Unfall baut? Da ist bestimmt was im Spiel. Ja, ich hatte ja vor kurzem, was waren da? Ah ja, da Ripolinge, der Verkehrsunfall. Da fehlt ja das Video auch noch. Hey Leute, so viel Zeug.
dass die Videos noch mache, aber so ist ja jedes Mal ist ja was. Da war kein Alkohol im Spiel, aber er hat überholt gehabt in der Kurve. Und dann ist er mit seinem Auto raus und hat sich überschlagen. Und dem ist der Führerschein beschlagnahmt worden. Ja. Führerschein weg. Hier übrigens ist das Fahrzeug beschlagnahmt worden. Was? Du hast über den Text von JS Germany gelacht. Servus, JS Germany. Guten Morgen. Ich habe da gerade geschrieben, ich gehe gleich online mit einer Top-Story. Was eine Nachteule, ne? Ja, es war ziemlich glatt. Also ich gucke ja da immer. Ich bin mal gespannt, ob das irgendein Sender nimmt. Als ich das gesehen habe, habe ich gleich an den McDonald's-Unfall gedacht vom April 2019. Ja? Den habe ich ja auch gefilmt. Der kam im RTL. Der kam im Schweizer Fernsehen, der kam in der Bildzeitung, damals Südkurier, Oberbadische Zeitung, oh, überall. Ja, damals war aber Alkohol im Spiel. Was hier jetzt die Ursache ist, ist unbekannt. Also jedenfalls nach dem Eintreffen der Polizeistreife wurde gegen 18 Uhr, also 17:20 Uhr passiert, 18 Uhr. Hat die Polizei dann zum ersten Mal die Feuerwehr kontaktiert und über diesen Unfall die in Kenntnis gesetzt. Und die Schwierigkeit bei dem Einsatz war eigentlich die Bergung von dem Wagen, da er eben durch diese Glasscheibe durchgeprescht ist. Und ihr seht hier diesen Pfosten. Und ein Pfosten oder zwei sogar, die sind unter dem Auto drunter gesteckt. Das heißt, man hätte das Auto gar nicht mit dem Abschleppwagen hochziehen können und deshalb ist noch ein zweites Fahrzeug angerückt. Genau, aus Rümminge. Genau. Ja, das hat sich ziemlich hingezogen. Und gegen 20:30 Uhr, also knapp Viertelstunde nachdem ich da war, kam dann die Feuerwehr. Und mit 15 Einsatzkräften, zwei Fahrzeuge, die haben dann die Unfallstelle abgesichert. Zuvor muss ich sagen, diese rot-weiße genau, den Schrankezaun, der rot-weiße Schrankezaun. Der ist praktisch von der Straßenmeisterei schon vorab hingestellt worden. Also kurz nachdem es passiert ist, der stand auch schon da, als ich dann ankam. Bitteschön, danke, ja, wenn ich was sehe, dann schreibe ich das gern mal hin. Also der Link übrigens da vom ZDF, der Ursprungslink, der funktioniert nämlich. Ich habe den jetzt austauscht. Der hält irgendwie das Jahr lang oder so. Aber ich baue den kleinen Clip. Sind ja nur 7 Sekunden, 3:10, aber gesendet ist gesendet. Ich habe Viertelstunden Material. Also richtig coole Interviews. Und die zwei Leute, die Schnee schuflet, das ist Alex und Lukas. Genau. Fans, Top-Fans aus Höcheschwand, der mich gleich entdeckt. Also gegen 20:30 Uhr kam die Feuerwehr, sicherte die Unfallstelle ab, unterstützte das Abschleppunternehmen bei der Bergung vom Fahrzeug, streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab und nahm diese auf. Gegen 21:35 Uhr ist die Unfallstelle dann wieder geräumt gewesen, aufgeräumt. Da war dann Bergungsunternehmen weg und dann, ich habe das Schlusslicht gemacht. Ich bin dann zum Schluss dann gegangen. Und tja, wieder eine Story mehr am Kasten. Eigentlich wollte ich Grußvideo machen, das mache ich dann halt jetzt noch. Es wird bestimmt einen Zeugeaufruf geben zu der Geschichte dazu. Also wer in Riggebach,
alte Schwand wohnt, irgendwas mitkriegt hat, kann natürlich gern dann schon die Polizei informieren. Am besten, ja, Poste Görwil, Verkehrspolizei Waldshut, ja. Von irgendwelche werde ich da dann die Nummer anfügen, die was in der Pressemitteilung dann drinsteht. Hab vorhin niemand erreicht gerade. Und ja, der Fahrer könnte sich auch leicht verletzt haben. Vor allem das Auto hat kein Airbag. Da ist nirgendwo ein Airbag aufgegangen. Als ob meine Turnschuhe wieder trocken sind. Ja, klar sind die trocken. Die sind trocken. Die Stiefel habe ich auch. Eigentlich habe ich ein Video gedreht, als ich die Stiefel weggebracht habe. So, ja. Das war noch günstig, ja. Ich glaube 31 Euro für die Reparatur, kann man nicht sagen. Also ich habe so ein Video gedreht, da die Stiefel zeigt, wie kaputt die sind und tralalase. Aber das passt hier nicht auf den News-Channel. Es sei denn, ihr wollt's. Aber ich habe das Abhole ja nicht gemacht, da war ich ja unterwegs, ich habe sie abholen lassen. Da hatte wohl einer Angst, den Bus zu verpassen. So ungefähr. Oh, ey, das sieht echt brutal aus. Das ist echt, also Bushäusle kostet locker 10.000 Euro. Wobei, das ist ja ein bisschen aufwendiger gebaut. Das ist aufwendig gebaut wie das andere, wo der damals gebrannt hat. Also, ist natürlich schon heftig. Genau. Ich habe ja gesagt am Anfang, ich werde euch noch ein paar andere Nachrichten vorlesen. Jetzt haben wir schon wieder 17 Minuten Quatsch da, nur wegen dem einen Ding da. Aber es ist eigentlich eine Top-Story, ja? Ich werde dann nachher, muss es alles, das ganze Material noch rendern, hochschicken. Übrigens, 13.000 Follower, vielen Dank für eure Treue. Top aktuell. 13.000 Abonnenten aktuell. Hey, Wahnsinn. Ja, und hier gibt es immer Nachrichten. Mich gibt es nicht nur auf diesem Kanal, sondern auch auf dem Short-Kanal, der ist unten. Dann noch den Umi-Kanal, folgt mir auch da. Da werde ich dann auch noch so das Grußvideo online stellen. Und da auch. Du musst mal schufle. Schlafen. Ne, schlafen kann man, wenn man tot ist. Tja, übrigens, schauen wir mal jetzt hier, was es noch für Nachrichten gibt. Ich werde morgen sicherlich nochmal irgendwie mal online gehe, gegen Abend, ja, gegen Abend, ein kleiner Sonderstream zum Thema mit dem großen C, oder heißt der jetzt B? Jo, und zwar die, wo es noch nicht mitkriegt habe, Inzidenz 500. Inzidenz 500 im Landkreis Lörrach. Jo. Also da werden die Schrauben angezogen. 2G und so weiter und so fort. Und ja. Sind wir mal gespannt. Ah, das gibt's dann ab morgen. Dankeschön. Was, vielleicht hat der Fahrer sich hinterher abholen lassen, wenn er da Empfang hatte. Hast du noch ein Fahrzeug mit Fra Nee, ich habe kein weiteres Fahrzeug. Ich bin ja erst fast 3 Stunden später, nachdem es passiert ist, herkomme. Genau. Ah, das ist aber lieb. Ja, ich plane ja eine Webseite. Ne? Eine Webseite, wo dann so das direkt draufkommt, ein paar Bildle und Text und das Video dann wird verlinkt und genau die Beiträge, die werden dann auf Facebook gepostet. Ja, das ist so ähnlich heißt der, glaube ich. Naja, aber komischerweise, ich habe so eine, ach, tun wir das halt noch geschwinder mit innen Pfriemle. Hier schreiben die Österreicher,
Mutantenhysterie verärgert Südafrika. Alle 4 Botswana-Fälle waren Geimpfte. Grundlose Panikmache. Heftig, oder? Omikron heißt das Ding. Alle 4. Tja, also ich kenne jetzt auch immer mehr Personen, die eigentlich sich immunisiert haben, aber erkrankt sind. Ja. Der eine mehr, der andere weniger. Ist interessant eigentlich. Naja. Früher haben sie sich ja nicht getestet. Die Leute. Genau, das hört sich so komisch an. Ja, also, jetzt gibt's hier noch ein bisschen Blaulicht-Nachrichte. Ich guck gerade mal durch das Presseportal, ob es was Interessantes drin hat. Lörrach Radfahrer angefahren und einfach weitergefahren. Verkehrsunfallflucht in Lörrach-Weilerstraße. Wohnungsbrand gab's. Das Hamsterrad immer weiter. Das wird nicht nur ein harter. Stellt euch mal vor, der Herr geschäftsführender Bundesgesundheitsminister, der Herr Spahn, der hat doch tatsächlich vor, für das komplette Jahr 2022 2G einzuführen. Jo, das ist doch Wahnsinn für die Leute, die diese Flüssigkeit nicht wolle, nicht brauchet und nicht machen wolle. Also völlig übertrieben meiner Meinung. Aber Geld macht einfach geil. Geld macht einfach geil, oder? Wahrscheinlich kriegt er nicht genug. Kriegt er der Hals nicht genug, gell? Der hat doch so 5 Millionen Euro Villa. Und manche Politiker sind ja damit beteiligt. Da werden diese ganzen Flüssigkeiten verkauft. Die machen richtig Menge Kohle. Also in meinem nächsten Beruf werde ich auch Politiker. In meinem nächsten Leben. Vor allem, das ist, ich verstehe es nicht. Wie kann man denn als Bankermensch, wenn man einfach so ein Banker ist, in die Politik komme? Da trinkt wieder der Bankenmensch in ihm durch oder so ähnlich. Naja. Ach so, noch was. Ganz wichtig, das ist vielleicht interessanter wie Blaulicht hier. Ich komme gleich zu diesem Brand. Abdullah Ashraf, servus. Was, wie findest du den Restaurant King of Punjab in Albruck? Sollte eigentlich lecker sein. Kennst du ihn mit, Freunde? Nee, kenne ich nicht. Ich bin schon lang nicht mehr essen gewesen. Ich lasse mir das immer liefern. Ja, die nächste ist in Totmoos, Stefan. Nee, das ist echt nicht normal. Vor allem haben sie da erstmal so, da hieß es ursprünglich, dass diese Flüssigkeit gegen diese neuen Mutanten nicht hilft. Also braucht es da was Neues. Komisch.
Warum muss man als Geschlumpfte für die Tests zahlen müssen? Ja, was? Warum muss man als Geschlumpfte für die Tests zahlen müssen? Sicher? Ist das, muss man als Geschlumpft für Tests zahlen? Ja, pff, wenn man Symptome hat, wahrscheinlich nicht. Bestell da nächstes Mal wirklich, der ist sehr lecker. Bist du der Chef oder was? Bei mir kann man Werbung schalten. Werbung kostet Geld. Ich muss auch irgendwie leben. Genau. Ich suche noch Werbepartner, also Werbepartner für meine Webseite und so weiter. Ja, selbst ich habe ja hier Werbung eingeblendet hier. Hier könnte Ihre Werbung stehen, also Werbung steht dran. Genau. Jo, ich weiß nur, welche Burger immer lecker sind bei McDonald's. Muss mal wieder hingehen. Tja, ist aber nicht immer gesund. Wobei die haben auch gesunde Sachen, also so Salate und so Zeug. Ja, nicht hier. Ach so. Okay. AMK. So, also ich habe hier noch eine Meldung. Und dann kommt noch mal was anderes, was ganz Interessantes. Ein Kollege von mir ist nämlich in Südafrika unten. Und der hat mir E-Mail geschickt. Und das ist echt heftig. Oder sollte ich da ein separates Stream machen? Ist vielleicht besser, ich tue die Info separat online stelle. Morgen oder so. Da findet man es. Das ist ja hier mit dem Unfall. Also es gab noch in Stegen einen Wohnungsbrand in Stegen-Wittental. Und nicht ganz geklärt ist bislang zum heutigen Tag die Ursache für den Brand in dem dortigen Mehrfamilienhaus. Durch den Brand wurde die betroffene Wohnung so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass sie derzeit nicht bewohnbar ist. Die Bewohner blieben unverletzt und kommen zunächst bei Bekannten unter. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen dürfte sich der Sachschaden auf 30.000 Euro belaufen. Neben der Feuerwehr Stegen war auch vorsätzlich der Rettungsdienst eingesetzt. Der Polizeiposten Kirchzarten, der tut ermitteln. Jo. Ja, genau, Gesundes und Ungesundes. Ja. Ich habe vor, ich habe vor, was auszuprobieren, so ein Produkt. Das sind gesunde Shakes. Ein Kollege von mir nimmt es. Da hat einer in 4 Monaten 16 Kilo abgenommen. Bei normalem Essen, also nicht irgendwie so starke Diät, das sind so besondere Shakes. Und der Schirm, den habe ich. Schirm ist alles okay, meinem Schirm geht's gut. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Genau. Einfach eine E-Mail schicken, in der Videobeschreibung unterste. Die E-Mail-Adresse, E-Mail schicke, hinschreiben, Wohnort, dass ich ungefähr zuordnen kann, wo und Alter. Also man muss 18 sein, um da mitmachen zu können. Also selber kann man nicht schreiben, aber man tut nur empfangen. Genau. Nur empfangen. Da tue ich die Videolinks rein, damit die Leute auch gleich live mit dabei sind. Jo. Ja gut, manche, die schlafen halt um die Uhrzeit. So ist's halt. Aber das ist halt schon heftig. Das war schon heftig heute. Na klar, wie gesagt, E-Mail schicke, schreibe Name und wo du herkommst und Alter. Und dann kriegst du einen Link.
Genau. So ist es. So. Na, vorhin gab es irgendwelche Schüsse in Bad Säcking. Also das waren offenbar sollen das Böller gewesen sein. Ne? Hat mich vorhin einer angeschrieben. Ja, wenn du den Kanal abonniert hast, ich tue die Videolinks rein. Ich habe auch eine Telegram-Gruppe. Das wäre vielleicht sinnvoller. Was? Kann ich mich auch durch Insta bewerben? Bei was bewerben? Also einfach, wenn man den Kanal abonniert hat, die WhatsApp-Gruppe habe ich damals gegründet für Leute, die kein Google-Konto haben und daher aufgrund von fehlendem Google-Konto nicht den Kanal abonnieren könnt. Jo. Und dann habe ich halt so regional, wenn was los ist, habe ich mal was reingesprochen oder geschrieben, aber das mache ich eigentlich nicht mehr. Da kommen nur die Links rein von den Videos. Und von da gesehen könnte man theoretisch auch der Telegram-Gruppe beitreten. Da kommen auch die Videolinks rein und andere Links. Und da ist gut. So ist es. Ja. So ist es. Ja, der Uwe hat ja auch schon geschrieben. Hört er denn nicht, hörst du nicht zu? genau. Es kommt wahrscheinlich zeitverzögert irgendwie an. Ich weiß ja nicht. Langsame Leitung hier im Internet. 2G plus sogar in Freiburg. Ja, Wahnsinn. Ja. Was schreibt der Jodis Germany, die sich pieksen lassen möchten, wenn nach stundenlang Anstehen wieder heimgeschickt? Also in Lauchringe, da ging es eigentlich recht zackig. Ja, ich war viel unterwegs, extrem viel. Und deshalb werde ich auch jetzt langsam mich hier verabschiede. Oh, das war echt. Es gibt eine Reportage übrigens über einen hochkarätigen Internetstar aus dem Ortsteil von Waldshut. Habe ich heute ein Interview gedreht. Wahnsinn. Naja. Gut. Also, hat mich gefreut, ihr wisst Bescheid. Auto ist da reingefahren in die Bushaltestelle. Das war nicht Ochs und Esel, die da durchgedreht haben. Und es war halt auch glatt. Also von da gesehen, theoretisch reiche da schon 30, 40 Stundenkilometer, um da rauszurutschen. Aber da muss man auch schon mal hinkommen, weil eigentlich geht es um Kurve rum. Die Kurve, die war eigentlich sauber. Tja. Vielleicht hat er ja abbiegen wollen. Keine Ahnung. Ich bin echt gespannt auf die polizeilichen Ermittlungen, was da rauskommt. Bin ich echt gespannt. Hab gerade Bild zugeschickt kriegt. Ihr kennt doch alle das Schloss Neuschwanstein. Und jetzt kriege ich gerade hier ein Bild Neuschwanstein. Witzig. Gut. Also, ich wünsche euch was, hat mich gefreut. Like nicht vergessen. Dumm Quatsche hilft in Politik.
Ich glaube, da brauche ich keinen Abschluss. Das kann ja jeder hier. Genau. Bobbycar. So ungefähr. So ungefähr. Gut, also wie gesagt, ich wünsche euch was und morgen gibt es dann gegen später. Früher wie jetzt natürlich, sondern halt so. Gibt es dann das Video, ein Livestream. Ja, Ebbe, ich verstehe es doch nicht. Der hat doch Millionen von Döschen bestellt. Millionen von Döschen. Und jetzt soll das Zeug ausgehen. Also irgendwas ist komisch. Reden wir morgen nochmal drüber. Morgen machen wir so einen Kugelstream. Mit dem Kügelchen da. Also, ich wünsche euch was, gell? Macht's gut. Danke euch. Bis dann und also, da könnten wir jetzt Weihnachtslied spielen, oder? Kinderlein kommet. Zur Krippe im Bethlehem Stall. Meine Güte. Das ist doch echt krass.